Sonntag ging es für dich kurz nach der Unterschrift direkt ins Trainingslager. Heute ist Donnerstag. Wie hast du die ersten Tage als Lilie erlebt? Ja, waren schöne, aber auch anstrengende Tage. Dadurch, dass es gleich losging, es war natürlich perfekt. Ich glaube, im Trainingslager lernt man die Leute, die Mannschaft, auch das Trainerteam am besten kennen. Und ja, ich denke, das war ein guter Start mit vielen intensiven Einheiten. Ja, wo uns dann den nötigen Körner für die Runde geben. Ist jetzt schon angedeutet, wahrscheinlich körperlich hätte es einen sanfteren Start geben können, aber für die Integration ist wahrscheinlich diese Woche mit dem ständigen Aufeinanderhängen perfekt, um alle besser kennenzulernen. Ja, definitiv. Also auch hier Hotel, alles top. Man sitzt ständig aufeinander, dadurch lernt man sich kennen. Ja, man kann zweimal am Tag trainieren. Ja, klar, gibt es einen sanfteren Start, klar, aber im Endeffekt weiß man ja, wofür man das macht. Deswegen macht man das manchmal auch gerne. Man hat auch das Gefühl, du bist ein sehr offener und kommunikativer Typ. Fällt dir nicht schwer, in einer neuen Umgebung anzukommen? Nee, ich glaube, ja, Lasse war ich schon im Hotel, den habe ich schon beim Medizincheck kennengelernt. Dann kenne ich einen Frankie noch aus Würzburger Zeiten. Das macht einem dann doch alles nochmal viel einfacher, aber ja, normalerweise habe ich nicht groß Schwierigkeiten, mich in ein Team zu integrieren. Du warst jetzt ein Jahr in Dänemark, nun zurück in Deutschland. Was hat dich denn davon überzeugt, nicht nur zurück nach Deutschland, sondern auch nach Südhessen, nach Darmstadt zu kommen? Ja, ich glaube, von Anfang an waren es sehr angenehme und sehr zielführende Gespräche mit dem Trainer und allen drumherum. Und deswegen ja, habe ich nicht lange gebraucht, um mich für Darmstadt zu entscheiden. Wie hat sich dieser Eindruck bislang bestätigt? Gerade auch auf dem Platz in den Einheiten, also macht es Spaß? Hast du das Gefühl, du passt hier gut rein? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, ich passe sehr gut in sein Spielsystem. Das Training macht Spaß. Klar, nicht immer, waren noch ein paar Läufe dabei. Aber ja, das gehört dazu. Als Fußballer hat man auch manchmal ein paar harte Tage, wo es nicht so viel Spaß macht. Aber im Großen und Ganzen kann ich schon sagen, dass es bis jetzt sehr viel Spaß macht, ja. Wenn man sich deine Statistik, deine Vita anguckt, kommt man speziell in der letzten Saison nicht dran vorbei, dass du 3 Champions League-Spiele absolviert hast. Ist es das, wovon du immer geträumt hast und was dich auch im Rückblick stolz macht, dass du da auflaufen konntest? Ja, natürlich. Also sowas wird man nie vergessen. Das steht für immer in meiner Vita. Es waren natürlich ja, überragende Momente, tolle Erlebnisse. Ja, aber ja, ich bin jetzt hier und fokussiere mich komplett auf die Aufgabe hier. Aber klar, sowas gerät natürlich nie in Vergessenheit. Jetzt hast du 3 Champions League-Spiele, nur 2 Zweitligaspiele im Vergleich. Ist es trotzdem bewusst, auf was für eine Liga da auf dich zukommt, oder bist du auch ein bisschen gespannt? Ja, ich denke, bewusst ist mir schon auf der einen Seite, was auf mich zukommt. Auf der anderen Seite kommen natürlich aber auch Vereine wie Werder Bremen, Schalke, wo normalerweise Erstligisten sind, ja, kommen jetzt auf einen zu. Da ist man dann schon noch ein bisschen gespannt und freut sich dann doch noch ein bisschen mehr auf diese Spiele. Aber allem allem, glaube ich, weiß ich, auf was es ankommt in der zweiten Liga, ja. Bist du mit 1,96 und bulliger Statur auf den ersten Blick ein klassischer Mittelstürmer, vielleicht auch einer, der viel mit dem Rücken zum Tor arbeitet, zumindest schließt man es sehr schnell aus der Statur. Würdest du es auch so unterschreiben, dich selbst so charakterisieren? Ja, ich würde mich nicht nur darauf beschränken. Also klar, mit meiner Größe muss dann dabei auch was rauskommen mit dem Rücken zum Tor, aber ich will mich nicht nur darauf beschränken. Ich glaube, ich kann manche Sachen am Ball auch ganz gut. Deswegen glaube ich, dass man ja, wie ich gerade schon gesagt habe, mich nicht nur auf meine Größe beschränken sollte. Das Trainingslager gibt es auch immer wieder Gespräche mit dem Trainer. Was hat er dir mitgegeben? Was erwartet er von dir in deiner Rolle? Ja, ich denke, klar, man wird oft auch gegen Mannschaften spielen, wo man fußballerisch manchmal eben an seine Grenzen kommt, da ja auch viele Vereine nur verteidigen werden. Ja, und da weiß ich genau, was auf mich zukommt. Habe jetzt auch ein paar Gespräche geführt. Allgemein ist es nicht so leicht, wenn man von heute auf morgen zu einer Mannschaft kommt, alles aufzuholen, die Taktik, das Anlaufen, alles. Aber
Ja, ich glaube, dass ich das in kurzer Zeit ja relativ schnell und klar mir beigebracht wurde. Und ja, ich glaube, dass ich das auch so umsetzen kann, wie der Trainer es möchte. Hast du dir auch selbst schon persönliche Ziele gesetzt? Bei Stürmern wird ja immer ganz gerne nach der Tormarke gefragt, die man sich selbst als Ziel setzt. Nee, eigentlich gar nicht. Also war ich auch noch nie so der Typ für. Ich will einfach Erfolg mit der Mannschaft haben und natürlich so viel dazu beitragen wie möglich. Aber ja, im Vordergrund steht für mich ganz klar, ja, der Mannschaftserfolg. Und ja, der steht einfach über allem. Jetzt rückt der Saisonstart auch immer näher, sind nur noch gute 2 Wochen. Merkt man das auch auf dem Platz, dass es da noch mehr zur Sache geht, dass der Konkurrenzkampf mit jedem Tag weiter anzieht und dass ihr alle dem Start gegen Regensburg extrem entgegenfiebert? Ja, ich glaube, man ist immer froh, wenn eine Vorbereitung rum ist, weil man einfach auf die Spiele hinarbeitet. Ja, ich glaube, Konkurrenzkampf ist auch immer da. Ob es jetzt mehr oder weniger ist, aktuell kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil ich eben nur 3 Tage da bin. Aber klar, man fiebert einfach nur auf den Saisonstart hin. Und ja, ich kann es kaum erwarten, dass es bald losgeht. Jetzt hast du auch in Dänemark die vergangene Saison ohne Zuschauer erlebt, genau wie hier in Deutschland. Die Hoffnung ist durchaus da, dass sich das ändert, dass auch zum Start gegen Regensburg schon Leute im Stadion sein werden. Ist das was, was nochmal einen positiven Touch dem Ganzen gibt, wenn man daran denkt, dass man da vielleicht vor ein paar tausend Leuten wieder spielen könnte? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, ja, die Fankultur wird in Darmstadt auch groß geschrieben. Ja, ich glaube, ja, das ist mit das Geilste, was es gibt, als Fußballer vor Fans zu spielen, dann noch für so einen Verein. Da fiebert man einfach drauf hin. Ich hoffe natürlich, dass alles so klappt, wie der Plan ist und dass möglichst viele Zuschauer kommen können, die dir dann auch wahrscheinlich ab und zu nochmal einen Ruck geben. Und ja, darauf freut man sich einfach, vor allem, weil es jetzt doch, ja, 1,5 harte Jahre waren für jeden und ja, dass auch ein bisschen wieder Normalität herrscht und ja, bin ich gespannt, wie das dann in 2 Wochen im Stadion so ist. Und dann abschließende Frage: Sollten Fans da sein und solltest du treffen? Hast du einen speziellen Jubel als Stürmer oder bist du jemand, der spontan war? Nee, tatsächlich habe ich keinen Jubel. Ich bin dann eher so der Spontane. Aber ja, hatte ich noch nie. Weiß nicht, ob mir jetzt in den nächsten 2 Wochen noch was einfällt. Aber ja, an sich bin ich eher einer, der improvisiert. Dann vielen Dank, gutes Durchhaltevermögen für die letzten Tage hier und wir freuen uns. Ja, danke, ich freue mich auch.